18. Spieltag durfte der TSV reisen und zwar nach Ostwestfalen ins beschauliche Ländle nach Paderborn. Na nun, den Mann in der Mitte, den kennen wir doch. Es ist Jan Schubert aus Porta Westfalica. Er leitete die Partie Röllinghausen gegen TSV Malhöz und schickte seinerzeit Glenn Akamaiseme mit Rot vom Platz. Naja, wollen wir hoffen, dass er diesmal die Partie vernünftig zu Ende bringt. Dann war auch Anstoß. Der TSV hat sich eine Menge vorgenommen, das 1-0 aus dem Hinspiel, das wollte man wettmachen und man ging richtig couragiert zur Sache. So wie im letzten Spiel versuchte man Offensivfußball zu spielen und das gelang den Hösern ganz gut. Paderborn hatte Probleme mit den Höser Offensivdrang und kam gar nicht so richtig zum Zuge. Auf der rechten Seite setzt sich Glenn Akamaiseme durch, rüber auf Stonzig, da prallt der Ball noch ab, aber der TSV, der weiß, was er will und zwar möchte er 3 Punkte entführen und setzt natürlich alles daran, dass es klappt. Freistoß von der Garten, weit ausgeführt in den 16er, Verlängerung, der Ball kommt noch einmal zu Stonzig, aber der Ball trudelt noch einmal auf den Gegenspieler von Paderborn. Und dann ein wuchtiger Hinterhaltsschuss, aber der Ball wird nochmal abgefälscht vom eigenen Mann und geht über den Kasten. Dann kamen die Paderborner auch mal zum Zug. Sie versuchten es, sie schafften es bis dahin nicht einmal in den 16er vom TSV. Die Abwehr, die stand wie ein Bollwerk. Demel, Stonzig. Hier erobert sich noch einmal Temel den Ball. Und dann ging es auch wieder ganz schnell. Glemboski rennt in den 16er. Und dann ist es Thorsten Stonzig, aber auch dieser Ball, der wollte nicht sitzen, ging rechts am Kasten vorbei. Der TSV hat jede Menge getan, hat viele Chancen auch gehabt in der ersten Halbzeit. Insgesamt ging das auch in Ordnung. Auch dieser Schuss von Sadlowski, noch leicht abgefälscht, verfehlte sein Ziel. Das war das einzige Mal, wo es dann geklappt hatte, die Abwehr mal zu knacken. Aber auch hier kam Paderborn nicht weiter. Der Ball wurde durch den TSV souverän geklärt. Glenn Akamaiseme, einer der auffälligsten Spieler an diesem Nachmittag. Hier setzte sich wunderbar durch. Und da musste sich der Schlussmann der Paderborner Balkenhoff schon richtig lang machen, um den Ball dann auch noch zum Eckball rauszubuxieren. Aber die Höser, die stecken nicht auf. Ertan Temel, das ist schon so ein kleiner Racker, aber Nutznießer der ganzen Situation. Das ist Konowski, der sieht Felix Sadlowski im Strafraum. Felix aus der Drehung, na, da fehlt ein bisschen Bums hinter. Das ist natürlich kein Problem für den Paderborner Schlussmann. Aber man ließ natürlich keine Chance und keine Situation aus und man versuchte doch den Paderborner SC in die Knie zu zwingen. Das war ein Abschluss von Paderborn und so zog sich das eigentlich durch das ganze Spiel. Spielbestimmt waren die Höser und Paderborn wahrscheinlich der Nutznießer. Dann weitere Flanke von der Garten, der findet Glenn Akamaiseme und das war ein ganz, ganz knappes Ding, der ging knapp am Tor vorbei, Glenn Akamaiseme, aber die Murmel wollte einfach nicht ins Netz. Ja, dann war Halbzeit mit 0:0, ging es dann in die Kabine, der TSV hat hier eine starke Leistung gezeigt, hat dem Paderborner SC voll in die Schranken gewiesen, was nur halt fehlt, ist was Zählbares und das ist nun mal das Tor. Dann ging es rein in den zweiten Durchgang, der TSV mit einem Freistoß und der war gar nicht mal so ungefährlich, aber Balkenhoff hat den Ball dann schon recht sicher. Ja, dann gab es ein Handspiel von beiden nicht gesehen, weder dem Linienrichter noch dem Schiedsrichter und dann ging es ganz schnell auf der rechten Seite, den Ball zack in die Mitte und dann war es 1:0 für den SC Paderborn zu diesem Zeitpunkt völlig unverdient. Das Spiel machte der TSV, aber das Tor der Paderborner SC. Dann noch einmal Freistoß, dann Glenn Akamaiseme, der scheitert und auch Marcel Kaiser scheitert. Göcke sprintet noch einmal hinterher, aber auch er kann den Ball nicht mehr bekommen.
Aber die Hülser, die steckten nicht aus, sie zeigten weiterhin Moral. Ein weiter Pass in den Strafraum. Dann bekommt Glenna Kammer den Seme, der sieht auf der rechten Seite Glembotski. Ja, der kam ein bisschen weit raus, der Ball, der gibt noch einmal zurück. Und dann ist es Konoski, der verfehlt. Und Glenn von der Garten, der zimmert einfach mal aus der Distanz raus. Endlich mal einer, der sich traut. Bisher habe ich das vermisst, dass man mal aus der Distanz schießt. Man versuchte den Ball immer in den 16er reinzutragen, aber auch das wurde nichts. Dann Marcel Kaiser wieder rüber auf Glenn Akama Eseme und der macht es mal, der zieht ab, trifft die Latte und Göcke fasst das freie Tor, kann nicht richtig Druck auf den Ball bekommen und somit wurde es wieder nichts mit dem Tor. Schade, schade, aber so ist manchmal grausam Fußball. Dann eine Szene, die wirklich richtig Dreck war. Laut Spieler wurde der Spieler und unser farbiger Spieler Glenn Akama Eseme vom Spieler mit der Nummer 21 Niklas Erbeck aufs Schärfste beschimpft. Ein rassistischer Angriff auf einen Spieler mit den Worten, so soll er es gesagt haben, geh zurück in den Urwald. Das passt einfach nicht auf dem Fußballplatz, das ist Dreck. Und das gerade, wo die DFL und der DFB sich für die internationalen Wochen gegen den Rassismus vom 11. bis 24. März stark machen. Aber auch eine schwache Leistung vom Schiedsrichter und auch vom Linienrichter. Die sind gar nicht auf die Situation eingegangen. Angeblich hat man nichts gehört, obwohl das wirklich im Umkreis von mehreren Metern zu hören war. Traurig ist die ganze Angelegenheit natürlich auch, weil mit Niklas Erlberg hier ein Vertreter aus der ersten Mannschaft der zweiten Bundesliga mit am Start war und er lässt sich zu so einer Szene hinreißen. Das ist wirklich Dreck, das gehört einfach nicht hier hin. Was passiert? Marcel Kaiser bekommt die gelbe Karte, der Spieler von Paderborn bleibt ungesühnt. Felix Sadlowski, der Kapitän, der kann es einfach nicht begreifen. Er schreit hier lauthals den Schiedsrichter an, bekommt dafür auch noch die gelbe Karte. Insgesamt eine ganz, ganz schwache Leistung des Schiedsrichter-Trios an diesem Nachmittag, die jetzt in dieser Situation auch noch gipfelte. Dennoch ging das Spiel weiter. Der Paderborner SC war bemüht, das 1:0 bis zum Ende durchzubringen. Und die Höser versuchten jetzt alles. Von der Garten hat sich vorn mit reingestellt, versuchte alles jetzt wirklich alles klar zu machen, um wenigstens noch einen Punkt zu retten, mitzunehmen. Und dann in Überzahlspiel vom Paderborn. Aber Konoski konnte den Ball nochmal abfälschen. Dann kein Problem für den TSV Schlussmann. Ja, dann war die Partie auch zu Ende. Ein Spiel, naja, ich sag mal, starke Paderborner waren es nicht, die man eigentlich erhofft hatte. Es war aber ein starker TSV, der das Spiel zunehmend bestimmte und letztendlich nicht dafür belohnt wurde.